to move too far. It's all too much. I think I must be mad to give you everything I have. Die Düsseldorf Arena begrüßt Sie heute mit jeder Menge Schnee, liebe Zuschauer. Und auch wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Hier sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Der Blick auf die Taktik, Buschi, ja, Tore schießen ist da eher nicht angesagt, sondern eher Tore verhindern. Ja, es ist immer wieder unglaublich, wie die sich hinten reinstellen, wie tief die stehen. Da musst du erstmal ein Mittel gegen finden. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Hier ist heute richtig Stimmung in der Bude. Ist ja auch nicht immer so. Fußballatmosphäre pur, Wolf. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Sieht gefährlich aus. Den Ball entschärft er ganz locker. Duziak. Sie ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, Buschi. Ja, und es scheint ja wirklich so, als könnte ihnen da überhaupt keiner gefährlich werden. Ich bin gespannt, wie es heute läuft. Könnte jetzt was werden. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Erstmal geklärt. Guter Pass. Den spielt er gut. Er zieht ab. Er trifft die Latte. Er holt sich den Ball. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Milner. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein... Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Kurze Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Die Chance zur Führung. Nochmal ans Gestänge und die Chance ist da. Ja, da wollten sie die Führung, das hat man gespürt, versuchen alles und dann haben sie das Pech, dass das Ding am Aluminium landet. Ja, mit viel Übersicht. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden.
Im Parallelspiel ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz mal ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Heidenheim. Neuer Spielstand damit 1:0. 30 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update. Jetzt ist die Kugel weg. Guter Einsatz, er hat den Ball. Es steht 0:0, beide sehr, sehr ausgeglichen, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Ja, energischer Vorstoß. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Die Ecke mal als Variante. Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Sie suchen die Lücke. Lebel! Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Milner. Sie kommen jetzt über außen. Jetzt könnte er flanken. Im Schnee grätscht es sich eben noch mal besser. Coutadeur. Leonardo Coutris. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Ja, das war heute bis hierhin keine überzeugende Leistung von ihm. Keine Tore, keine wirklich großen Chancen. Das kennen wir besser von ihm. Also der muss gleich aufdrehen. Dann ist vielleicht auch noch mehr drin als dieses Unentschieden. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Milner. Duziak. Milner am Ball. Hereingabe in die Mitte. Da passt er auf und kann klären. Coutadeur. Christiansen. Prep. Jetzt die Gelegenheit. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0:0. Also den Ball muss er machen. Keine Frage. Weiterhin unentschieden. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Die Nummer 19, Emanuel Eor. Neu dabei, die Nummer 28, Ruben Hennings. Milner. Schöner Pasta. Das machen sie natürlich klasse. Mit viel Druck holen sie den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort: überragend. Sie spielen richtig guten Fußball und liegen zu Recht auf Platz 1. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau.
Da stand der Assistent gut. Abseits. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Nummer 18, Thomas Plehne. Neu im Spiel, die Nummer 27, Felix Klaus. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ballbesitz verloren. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt's alle Infos jetzt. Wir haben hier den zweiten Treffer für den ersten FC Heidenheim. Der neue Spielstand. Da schießt er! Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Und die Chance. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Folgen Sie uns und werden Sie zum Fan. Besuchen Sie jetzt die Social-Media-Seiten und freuen Sie sich auf spannende Inhalte. Und Einwurf, der Ball war draußen. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Felix Klaus. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ein Pass mit viel Auge. War schon ein überraschendes Tor, ne? Ja, kannst du wohl sagen. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Die waren bisher ganz klar die schwächere Mannschaft. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Tor für den HSV. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er überzeugt heute als Passgeber. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und jetzt haben sie den Ball.
Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Lange Flanke jetzt. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Schon ein überraschendes Tor, ne? Ja, kannst wohl sagen. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Sie waren bisher ganz klar die schwächere Mannschaft. Toller Pass. Und jetzt die Chance. Tor für den HSV. Lange Flanke jetzt. Das Tor, klasse Kopfball. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Das war's auch schon. Vielen Dank.